Hallo, ihr Lieben. Am Freitag habe ich wunderbare Freupost bekommen. Und zwar hat mir die Hani, Hani Loves Paper, ich verlinke euch sie in der Infobox auf ihrem Instagram-Account, ein ganz, ganz nettes Needlebook geschenkt. Sie hat es schon öfters gemacht und ich fand es immer ganz toll und da hat sie mir jetzt auch eins gemacht. Und da freue ich mich ganz arg drüber. Ich zeige euch das jetzt und auch die Ideen, die sie da verbaut hat. Mit dabei war so ein ganz hübsches kleines Döschen mit Aquarellfarben. Die sind ja sowas von putzig. Also das ist wirklich was, was man eigentlich in der Handtasche immer dabei haben kann. Finde ich super. Vielen Dank. Dabei war noch ein kleines Stöffchen. Ich kann ja die ganz gut brauchen momentan, weil ich sehr viele solche also Umschläge aus Stoff mache. Habt ihr ja vielleicht auch schon gesehen in anderen Videos. Mit dabei waren so Doily Papers, solche Torten, wie sagt man eigentlich, Tortenpapiere, keine Ahnung, wie man das sonst nennt. Doilies kenne ich von Englischen. Die eignen sich ja auch immer ganz toll als Deko. Die finde ich ganz, ganz schön, sind super zum Färben. Vielen Dank. Und ja, super, ganz genial. Ganz genial, noch schöne pinkfarbene Papiere dabei. Da hat jemand gewusst, dass ich pink mag. Ja, und das Büchlein schaut jetzt folgendermaßen aus. Sie hat es aus Stoff auf, nicht Karton, sondern Papier genäht. Das funktioniert wunderbar. Ich mache das auch sehr gerne. Und das ist schön weich. Und trotzdem ist es fest. Dann hat sie hier noch einen Filz aufgenäht. Ja, und auch innen mit Stoff benäht, ganz toll. Ja, und die, habe ich jetzt gefragt, wofür sie die gedacht hat. Und das ist ja ganz schlau. Da hat sie mir gesagt, sie nimmt das für solche Kärtchen. Sie hat mir solche Kärtchen gezeigt. Ich mache meine gerne auf so Blümchen drauf, also auf so ausgestanzte. Und das ist natürlich genial. So wie gesagt, wenn man gerne oder beziehungsweise eben das als Needlebook nimmt und Nadeln mitnimmt, da sind doch die Blümchen ganz toll da drin. Klar, natürlich, das geht natürlich auch. Aber da habe ich schon welche fertig gehabt, weil ich die auch schon abgepackt habe für meine Snippet-Snacks immer. Wenn ich Snippet-Snacks verkaufe über Etsy, dann sind da immer passende gerne mit dabei. Ja, also siehst du, Hani, das ist super. Das eignet sich ganz hervorragend und schaut total nett aus. Ja, und so sind sie immer wieder drin verteilt. Also da gibt es ein paar solche Fächer, die man dann nehmen kann. Und für die Nadeln ist dann im zweiten Signature so ein großes Filzteil drin. Und da kann ich dann meine Nadeln reinstechen. Jetzt muss ich gerade mal schauen, wenn ich zur Hand habe. Ich habe jetzt noch keine reingesteckt, aber wunderbar. Ach, das geht wie Butter. Es geht wie Butter und es sticht gar nicht durch, sondern es hat hier Luft, weil es ist nur außenrum genäht und da kann dann gar nicht viel passieren. Also das ist eine ganz tolle Sache. Die lasse ich vielleicht gerade da drin. Super. Also ganz, ganz prima. Ja, und alles ist schön geschützt, gut beieinander. Optimal. Ich habe auch schon gedacht, meine Idee war zuerst, bevor sie das mit den Stickgarn gesagt hat, habe ich gedacht, man könnte ja auch, wie ich es hier jetzt zum Beispiel gemacht habe, ich habe so ein Reisejournal, da sind auch so Plastikteile drin, und da habe ich einfach Washi-Tapes rundrum gewickelt und habe quasi jetzt statt den Rollen diese Washi-Tapes flach dabei. Ja, das wäre natürlich auch hier möglich. Könnte man auch zusätzlich noch machen. Ich zeige es gleich mal. Mal gerade gucken, ob ich ein Washi-Tape an der Hand habe oder in der Nähe habe. Ne, die sind jetzt gerade irgendwie verschwunden. Egal, aber ihr wisst ja, was ich meine. Also ich könnte es auch von da abmachen, aber das ist ja auch
denke, hier habe ich lauter so Punkte mal draufgeklebt. Das war auch auf einer Rolle. Und das ist natürlich flach immer viel einfacher mitzunehmen. Ja, und das klebt natürlich auf so einer glatten Fläche wunderbar. Also das ist ganz, ganz leicht zu machen. Jetzt muss ich bloß einen Anfang finden. Auch hier habe ich einen Anfang. Also wenn man jetzt zum Beispiel kleinere Stücke dann einfach, die kleben ja immer wieder, einfach so drüber macht, dann ist auch das möglich, das mitzunehmen, zusätzlich zu den Stickgarnen. Manchmal ist sie auch ganz praktisch, wenn man irgendwas vernäht, wenn man dann mit dem Washi-Tape das Stickende fixieren kann, damit es nicht rausschlupft wieder. Na, also super, super, vielen, vielen Dank, Hanni. Das ist wirklich eine Freude und wird mich jetzt auch immer erinnern. Das ist das Schöne, wenn man so kreative Freunde hat, dass man sich gegenseitig da auch ja was geben kann und jeder macht es ein bisschen anders und es ist die Handschrift vom anderen dabei und das ist das Schöne. Das ist einfach toll. Also ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Hanni. Ich habe mich sehr, sehr gefreut und ich werde das in Ehren halten und werde das ganz schön einsetzen auch. Und vielleicht seht ihr das Stöffchen auch in dem einen oder anderen, in der einen oder anderen Snippet Roll oder ich sage jetzt mal eine Cover, Art Journal Cover, je nachdem, wofür man es verwendet. Ich finde es total schön. Diese älteren Stöffchen, die sind einfach, haben einen besonderen Charme. Ja, das war's mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.